Hi, ich bin's wieder, Jan. Willkommen bei diesem Video, in dem wir euch alles erklären, was es beim Kauf von Objektiven zu beachten gibt. Zudem erklären wir euch alles, was ihr über Objektive wissen müsst und zeigen euch unser Equipment. Wir hoffen, dass euch dieses Video dabei hilft, eine gute Entscheidung beim Kauf eurer Objektive zu treffen. Ihr habt euch also für eine Kamera entschieden und seid nun auf der Suche nach dem passenden Objektiv dafür. Um zu verstehen, was es bei Objektiven für Unterschiede gibt, müssen wir erst einmal die technischen Parameter von Objektiven verstehen. Keine Angst, wir versuchen das jetzt so einfach und unkompliziert wie möglich zu erklären. Die Brennweite ist der erste Parameter, den man kennen muss. Dieser steht immer auf jedem Objektiv und wird in Millimeter angegeben. Zum Beispiel 50 mm, 28 bis 75 oder 16 mm. Hierbei gilt, je kleiner die Angabe, desto weitwinkliger das Objektiv. Das bedeutet, mit 16 mm bekommt man ein sehr weitwinkliges Bild, welches sich zum Beispiel für Landschaftsvideos eignet. Mit 50 einen Standardwinkel, welcher ungefähr dem menschlichen Auge entspricht und sich für Interviews eignet. Und mit 70 mm und aufwärts im Telebereich einen sehr engen Winkel, welcher sich für Close-ups von Gesichtern eignet, da hier das Bild nicht so stark verzerrt wird wie mit einem weiteren Winkel. Möchtet ihr Nahaufnahmen machen von weiter entfernten Objekten, braucht ihr ein Teleobjektiv, wie zum Beispiel ein 200 mm Objektiv. Wie ihr also merkt, kommt es im Prinzip darauf an, was ihr filmen wollt und mit welchem Bildausschnitt ihr das tun möchtet. Also hängt eure Entscheidung, welches Objektiv es werden soll, in erster Linie von der gewünschten Brennweite ab. Beim Kauf der Objektive solltet ihr, wie bereits im Video über Kameras erwähnt, darauf achten, ob eure Kamera einen Full-Frame-Sensor oder einen Crop-Sensor, also APS-C oder Micro Four Thirds hat. Hierbei müsst ihr die eingestellte Brennweite mit dem Crop-Faktor eurer Kamera multiplizieren. So wird bei einem APS-C-Sensor mit 1,6-fachem Crop-Faktor eine Brennweite von 30 mm zu einer Brennweite von 48 mm. Auf einer Full-Frame-Kamera bleiben es 30 mm. Ein Nebeneffekt der Brennweite ist übrigens die Hintergrundunschärfe. Hier gilt, je höher die Brennweite, desto stärker das Bokeh. Nun weiß man im ersten Moment nicht unbedingt, was man später alles filmen möchte. Und vielleicht hat man nicht das Budget, um sich direkt 5 unterschiedliche Objektive für jeden Anwendungsfall anzuschaffen. Und hier kommen die Standardobjektive zum Einsatz. Standardobjektive bieten einen großen Einsatzbereich, machen euer Leben einfacher, da ihr nicht so oft euer Objektiv wechseln müsst und schon euer Geldbeutel. In der Regel haben Standardobjektive eine variable Brennweite von 24 bis 70 bzw. 28 bis 75 mm und bieten euch also alles von einigermaßen weitwinklig bis einigermaßen teleobjektiv. Für euer erstes Objektiv empfehle ich euch daher, mit einem solchen Objektiv zu starten und dann euer Equipment Schritt für Schritt zu erweitern. Auch hier gilt, nutzt ihr einen kleineren Sensor, wie beispielsweise ein APS-C-Sensor, entspricht das Standardobjektiv einer Brennweite von ca. 17 bis 55 mm. Wie ihr wahrscheinlich nun schon bemerkt habt, gibt es Objektive mit Festbrennweiten, wie dieses Sigma Art 50 mm Objektiv und Zoom-Objektive, welche euch einen Brennweitenbereich bieten, wie dieses Tamron 28 bis 75. Hier bieten wieder beide Alternativen gewisse Vor- und Nachteile. Zoom-Objektive sind sehr vielseitig und ermöglichen euch, mit unterschiedlichen Einstellungen zu arbeiten, ohne dass das Objektiv gewechselt werden muss. Außerdem spart ihr Geld, da ihr nicht für jede Brennweite ein eigenes Objektiv braucht. Festbrennweiten haben dagegen generell eine höhere Bildqualität und bieten euch die Möglichkeit, mit einer kleineren Blendenzahl zu filmen, was bei dunklen Lichtverhältnissen sehr helfen kann. Beim Kauf deines Objektives siehst du dann direkt nach der Brennweite eine Angabe wie f1.8 oder f2.8. Das bedeutet, dass 1.8 bzw. 2.8 die niedrigste Blendenzahl ist, die dieses Objektiv zulässt. Auch hier gibt es eine Faustregel. Je niedriger diese Nummer, desto besser das Objektiv. Dadurch eine kleinere Blendenzahl mehr Licht zum Sensor gelangt. Auch werden niedrige Blendenzahlen benötigt, um den beliebten Unschärfeeffekt zu erhalten. Wie ihr seht, erhält man mit einer Blende von 2.8 einen unscharfen Hintergrund, welcher sehr schöne Aufnahmen zulässt. Und mit einer Blende von 32 ein Bild, welches durchgängig scharf ist, also eine höhere Tiefenschärfe aufweist. Das ist dann zum Beispiel wichtig, wenn man eine Landschaft in Szene setzen möchte. Achtet beim Kauf eurer Objektive unbedingt darauf, dass ihr keine Objektive mit variablen Blendenbereichen kauft. Hier ändert sich nämlich die Blende beim Zoomen, was fürs Filmen einfach ungeeignet ist. Als Fazit empfehlen wir euch zunächst, 1 bis 2 Zoom-Objektive zu kaufen, welche die meisten Brennweitenbereiche abdecken. Anschließend könnt ihr beginnen, mit Festbrennweiten euer Equipment zu verbessern. Hierbei würden wir generell mit 50 mm beginnen, da wir oft Interviews filmen und daher praktisch immer die 50 mm nutzen. Möchtet ihr Architektur- oder Immobilienvideos drehen, empfehle ich euch natürlich eine weitwinklige Festbrennweite, wie 16 mm.
Beim Kauf der Objektive achtet ihr dann einfach darauf, eine möglichst geringe und nicht variable Blendenzahl zu haben. Nachdem nun die zwei wichtigsten Parameter, nämlich Brennweite und Blende, geklärt sind, kommen wir zu zwei weiteren Punkten, welche für euch wichtig sein können. Zum einen solltet ihr prüfen, ob das Objektiv eurer Wahl einen Autofokus unterstützt und wenn ihr mit Objektiv-Drittanbietern arbeitet, ob diese einwandfrei und schnell genug funktioniert. Hier hilft oftmals eine schnelle Google- oder YouTube-Suche. Zu praktisch jeder Objektiv-Kamera-Kombination gibt es einen Blogbeitrag oder Video, das euch helfen sollte. Außerdem bieten einige Objektive eine interne Bildstabilisierung, die euch unterstützt, wenn ihr viel aus der Hand filmt. Ich persönlich schalte diese jedoch eigentlich immer aus, weil ich meistens auf dem Stativ oder Gimbal filme. Generell müsst ihr natürlich prüfen, welche Objektive auf eure Kamera passen. Hierbei könnt ihr zunächst beim Kamerahersteller nachschauen. Canon, Sony und Co. nutzen nämlich unterschiedliche Objektivanschlüsse. Möchtet ihr anschließend Geld sparen, empfehlen wir euch noch die Hersteller Sigma und Tamron, welche teilweise zum halben Preis Objektive anbieten, die es mit den Originalen aufnehmen können. Ich selbst filme zurzeit auf einem Tamron. So, jetzt wisst ihr alles, was es zum Thema Objektive zu wissen gibt. Das soll euch dabei helfen, genau das richtige Objektiv für euer Projekt zu finden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal und drückt die Glocke für Benachrichtigungen. So verpasst ihr garantiert kein Video mehr. Oder lasst uns wissen, welche Objektive es bei euch geworden sind. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Teleprompter hochscrollen. Hi Leute, ich bin's wieder, Jan. Jan. Warum habe ich nur den Kopfhörer auf? Bin ich echt dumm, Alter. Hi, ich bin Jan von Productions und da man hier ein sehr weitwinkliges Bild bekommt, was den Zuschauer praktisch ins Bild reinzieht. Ach Bullshit, Alter. Für Landschaftsaufnahmen oder Aufnahmen habe ich überhaupt... Läuft die Kamera? Ich denke, ich schaue das jetzt einfach mal an.